Abends, hallo, da sind wir wieder. Hi. Servus. Bewundern gerade, dass die alte Kolonie so langsame Systeme hatte. Ja. Genau. Und dass Hagen euch scheinend rückwärts lesen kann. Nein, das ist Holographie, die ist beidseitig möglich. Ah ja, genau. Oder man liest in der Zukunft halt so. Das ist, sind keine lateinischen Buchstaben mehr, sondern es ist irgendwas ganz Neues, ganz Tolles. Latein, nee, arabische Buchstaben. Glaube ich, nee. Doch, was hier? Hä? Anders. Was ist Spaß? Lateinische Buchstaben, arabische Zahlen, richtig. Ha. Ich glaube, ich nehme mal. Sweet. Okay. Okay. Du nimmst immer noch Sky, obwohl du jetzt weißt. Ich nehme die immer noch, weil ich mit der einfach am besten klarkomme. Okay. Durch deine Schüsse erhalten Gegner 50% mehr Schaden von allen Quellen. Nee. Hört sich irgendwie geil an. So, wir haben praktisch jeden Turm einmal. Fast zumindest. Ich weiß nicht, was ich nehmen will, weil taktische Gegenüberstellung war doof, das nehme ich wieder raus. Was kommt denn für sonst rein? So lange brauche ich mal einen vierten Spieler, hm? Um die ganzen Türme noch mit drin zu halten. Ja, das geht schon. Naja. Okay, passt. So, dass dieses jenes. So, mit Sweet habe ich eine komplett neue Strategie. So, stabilen Kern habe ich dann drin. Okay, gut zu wissen. Das wird rein. Dann habe ich den instabilen Kern schon drin und den Betäubungskern haben wir noch nicht, hm? Das ist Markus ja, soweit ich mich erinnere. Hm. Ja, ich schätze, das brauchen wir bei solchen Maps gar nicht mehr, oder? Soll ich den wirklich noch mitnehmen? Weiß ich nicht, ja gut, ich meine, wenn die am Kern sind, ist eher das zu spät. Mhm. Aber ich glaube, Betäubung ist schon nicht unpraktisch. Vielleicht nehme ich es mit, wenn ich sonst nichts finde für mich. Die hat halt einen ziemlich langen Cooldown, die Betäubung. Gut, ja. Ich weiß nicht, was ich als dritte Fähigkeit nehmen will. Schaden auf an Gegnern, auf denen du landest. Einfach mit Klempnerschuhe, nein, tue ich nicht. Expositionsladungen sind toll. Expositionsladungen? Warum? Expositionsladungen, weil die dann 50% mehr Schaden von anderen Quellen bekommen. Ja, für 5 Sekunden. Und von anderen Quellen heißt nur, wenn mehrere drauf schießen. Oder für Türme, denke ich mal. Was ja so praktisch Großteil des Schadens sein wird. Ich meine, sonst macht nicht viel Sinn. Was Hohlspitzgeschoss eigentlich doch? Meine taktische Gegenüberstellung nur 60% Schaden? Die hatte ich drin. Ja, du sagst ja, die wäre. Du hast 60% Schaden, aber eben doppelt so viele Schüsse. Das heißt, du hast im Prinzip 120% Schaden. Das ist bei ihr egal, weil ich hauptsächlich mit Raketen arbeite. Die schießen eh alle fast gleichzeitig. Ah ja. Ach komm, ich nehme die Expositionsladung. So. An Türmen habe ich ja die 4, das bleibe ich einfach so akzeptieren. Lass ich sie gleich nochmal explodieren. So. So. Standard-Design. Weil das ist eine coole Map. Die ist hübsch. Hm. Okay, no worries. Das startet man hier oben auf einer blöden Plattform. Direkt neben der Mine, die ich jetzt mal konvenienterweise übersehen habe. Die ich mitgenommen habe. Ganz gut. Ich fange einfach schon mal an. Ich schau mir das mal hier alles an. Ebenso, hui. So, hier ist. Ach, zwei Kerne. Ist das herrlich. Ja, hier ist nichts drin. Ach, ich hab keinen Bock auf die Mine. Komm weg damit, da. Vor dem einen Kern, das passt schon. Wir können die Kerne auch nicht komplett abschotten, ne? Glaub nicht. Ah, wir haben wieder die schönen. Nee, müssen dann, wenn nur beide abschotten, das geht ja nicht. Es ist sowieso komisch. Wenn wir wissen, dass die Viecher nicht über die Türme drüber laufen, bauen wir doch einfach eine Wand um die
Kerne drumherum. What could possibly go wrong? Und so. Ja. Hä? Wie? Nee, das geht einfach nicht. Das war nur jetzt ein logischer Gedanke. Wieder die ganzen Ventilatoren, die auf dieser Map wahrscheinlich unglaublich praktisch werden. Wird der hin? Ah, wenn man nicht drauf landen kann, ist man tot. Ja. Gut. In den Tod führt er also. Au. So, ich will es jetzt wissen. Sieht gefährlich aus. Warum macht der Kern das nicht weg? So, auf dem. Was bringt einem das, auf hier auf dem Mauer zu stehen? Ah? Was sehe ich das wo? Ah, Knopf! Knopf? Wo? Steckst du? Hier oben. Bin auch da hoch. Als erstes Mal, es hat irgendwas aktiviert, klang wenigstens so. Weil wenn man jetzt nochmal drauf drückt, kommt diese so, ja, ist schon passiert, Sound. Ah. Nee, hier hinten. Hier an der Ecke. Also ganz da hinten. Moment. Im kleinen Seitengang. Was läufst du hier hoch? Da hinten. Ja, da muss ich doch hin. Ja. Ja, deswegen laufe ich ja hier hoch. Ich geh nochmal 3 Minen rum. Kürzerer Weg, oder nicht? Okay. Eben, da oben war der Knopf. Ja, ich glaube, länger geht's nicht. Du weißt das. Was das. War das hier hinten schon immer offen? Glaub ich, weiß, was das geöffnet hat. Moment, bin unterwegs. Lol. Das wird hier gar nicht mehr auf der Minimap angezeigt. Wo? Hinten das Hangar. Das Hangar, was zu war hinter dem einen Kern. Mit den Kisten drin, da kann man nur vorbeilaufen. Da ist die Tür jetzt offen. Die Minen nerven mich immer noch. Weg damit. Das ist ein riesiger Bereich hier. Was ist das hier? Minen. Ein verlassenes Labor. Scheinbar. Geil. Ja. Ich hab ein Secret gefunden. Was passiert sonst so selten? Ja, ist ja wirklich so. Ich war nie Secret. Ich finde nie Secrets in Spielen. Hey, da kann man reinspringen. Log Entry 45b. Mutation has been confirmed. Species examined. Swamp Scaler. Creature shows signs of developing hardened skin. Scales have been found on 3 subjects in varying states of mutation. Body fluids have slowly started to shift in. HUE. Keine Ahnung. When exposed to forced oxygen processing, they develop a luminescent effect similar to the fully mutated species. Keine Ahnung. Bin schlecht in Englisch. We have yet to examine a full mutation. A capture has not been possible. Practice caution if approached. All employees are urged to carry weaponry. Defensive structures are being researched. Okay. Das klingt nach ungesund. Ja, Hue ist übrigens Farbton. Ah. Ich tippe mal darauf, dass die kleinen Scans von dem Vieh die hier sein könnten. Gut möglich. Oder so? Das heißt, wir sehen unsere Zukunft den Gegner. Abandon. 75.8. Toxins in the air. Lab results show similarities to mushroom spores. Reports of casualties at Brightholm due to spore infection. Oxygen levels are all normal. Research lab. B3 is currently investigating spore molecules. All set. They react violently to forced oxygen. Forged. Oxygen transformations. Chemical reaction is likely linked to heavy increase in core activity. All creature hostility is triggered directly to core activation. Brightholm remains unresponsive. All communication channels seem blocked or disconnected. We are alone out here. Wie wechsle ich nochmal die Waffe? Ich hab's vergessen. Ausrat. B? Nee. Oder Q.
We've got work to do. Es, nein. Hold on. F. I need more time. E. F. Was bei mir ist E. Good to go. Warte mal ganz kurz. Es ist E, ja. Echt? Ja, jetzt kann ich auch mehr reinzoomen. Ach, ich sehe gerade. Ich nehme mal die Minen mit. Sweet. Das heißt... bleib mal auf dem Rücken zu mir stehen. Sweet hat hinten auf ihrem eigenen Anzug ihren Namen drauf gekritzelt. Hier steht hinten Sweet drauf. Und wirklich, da sind dann blaue Kreise und alles. Ja, du mich auch. Immer noch, ja. Ich finde das interessant. Mhm. Vor allem beunruhigen mich diese Werte, die hier stehen, in einem wirklichen Labor mit ganz vielen Warnschildern. Nicht sonderlich. Ist recht beunruhigend dann so gesehen, doch, ja. Beunruhigend ist ja, dass es eine entscheidende Verbindung zwischen den Kernen und den Sporen gibt. Hoppala. Vor allem super geschütztes Labor und so weiter, mit super versteckten Knopf, aber nach unten hin offen. Ja, da ist ja auch riesige Urwald unter. Yay, was? Urwald! Scheiße. Okay. Diese schauspielerischen Leistungen. Yay. Das war zur Abwechslung. Okay, die Lampe hier hat keine Hitbox, das ist auch gut zu wissen. Was? Ja, die Lampe, durch die ich gerade durchgesprungen bin, hat da keine Hitbox. Achso. No, no, not yet. So, dann nehme ich mal die. Hat irgendwer die Minen wieder mitgenommen? Die habe ich mitgenommen. Ja. Na gut, okay. Einfach mal die Minen liegen lassen. So, Moment, also die Gegner kommen. Ey. Von überall eigentlich. Nicht so viel Platz einnehmen. Also einmal, ich hab's so lang gemacht wie möglich. Einmal kommen die von hier unten. Irgendwie ist mein Mausrad verstellt. Bäh. Das ist hübsch. Ja. Von wo kommen die noch raus? Nur von hier momentan, in der ersten Runde, ne? Momentan, ja. Danach werden die wohl auch von oben und so weiter kommen. Und mal kurz gucken, die laufen also hier lang. Es gibt drei Gegnerausgänge. Du hast mal einen Überblick von der Map. Jo. Dann da nicht runterhüpfen möglichst. Nicht? Da. Nee. Dann da zu dem Kern und zu dem anderen Kern kommen die wie hin? Gar nicht, oder? Doch, über den Kern drüber. Da sind sie dann vorbei. Ach so, Das macht aber gar... Das... Warum sollten die da langlaufen? Egal. Das haben beiden Kernen schädigen wollen. Ja, oder die der dritte Gegner ausgang. Oder? Wie geht da? Ja. Naja. So, jetzt ist die Frage, setzen wir hier schon irgendeinen Turm hin oder machen wir die 8 mal so kaputt? Türme können nicht schaden. Wie viel haben wir noch? Gar keine mehr, okay. So ein. Der ist immer gut für den Anfang. So verdammt unübersichtlich. Der kann dann sogar hochschießen. Theoretisch wenigstens. Moment. Wo seid ihr? Hier. Da. Gauss für Läufer. Naja, wenn du meinst. Wir können auch den Raketenturm nehmen. Ja, ich muss ausreißen, soll ich dreimal umdrehen, um den Turm zu wechseln. Dann versuche ich mit den Tasten. Ah. Ja, was nehmen wir denn? Gatling? Kann man machen. Ansonsten werde ich dann mal hier in die Ecke, dahin. Nein, nicht! Nicht? Nee, das ist okay, das ist okay. Gut. Hier, den Minenturm mal infizieren. Den wir am Ende wahrscheinlich eh kaum verwenden werden, aber der halt nicht unpraktisch ist. Wo liegen die ganzen Minen denn bis jetzt? Kann man es auf der Karte sehen? Natürlich nicht. Nee. Nee, die liegen da beim Kern, da wo sie hin wollen. Diese Map ist so unglaublich unübersichtlich. Diese Textur ist so unglaublich hochdefiniert. Das auch, ja. Nee, bei dem anderen. Aber die laufen doch zuerst zu dem hier. Stimmt. Dann habe ich... Dann den anderen. Genau, und wenn wir die Minen nämlich hier an diesem dünnen Weg legen, kommt hier auch keiner dran vorbei. Warte, ich hol sie mal.
Okay, I'm up. Ja. Ja. Aber davon mal abgesehen, ich glaube. Hier, das Rohr, mit auf dem man hier ist, wenn oben drauf ist, ist eigentlich gar kein allzu schlechter Punkt zum. Doch, ist er. Ja, zum Sniper. Gut, das heißt, er ist wirklich nur da, um diesen tollen Knopf zu finden. Hier, die Plattform ist gut, finde ich. Ja. Guck mal spontan. Naja. Okay, wie ich da. War das noch ein Knopf? Ist. Ach ne, das sind nur blinkende Lichter, okay. Die sehen genauso aus wie der Knopf da oben, deswegen ist schön gewundert gewesen. Ja, wollen wir mal die Welle irgendwie starten? Gleich. Ja, erstmal planen. Ich glaube. Ach, ich kann, glaube ich, hier oben stehen bleiben fürs Erste. Du auch? Nö, ich gehe lieber runter. Okay. Also, ich bin soweit. Okay. Bist du eigentlich nicht, weil du noch gar nicht dein Geld ausgegeben hast. Brauche ich aber auch gerade nicht. We're clear. Hm? Schau mal, wo ich stehe. Okay, die Stelle hier ist blöd. Guck, man kommt, also ich bin hier in dieser Kante drin und ich komme hier nicht mehr raus, aber wenigstens bin ich sicher. Okay, doch mit Doppelsprung kommt man hier raus. Aber das ist ein guter Punkt zum Wissen, weil ich da die Läufer nicht angreife. Trotzdem, ich glaube, ich stelle die Grafik ein bisschen runter, weil ich brauche ein bisschen mehr Frames. Ja, du mich auch. Und gleich nochmal. Du hast Spaß, ja. Alles oh gut. Ja. Machen wir hier gleich mal ein Slower hin, oder? Hier so. Boah. So mitten rein. Passt. Perfekt. So. Dann hier bei der Gelegenheit auch gleich mal einen Blitzturm hin. Mhm. Weil ich den ja so gern hab. So, brauchen wir noch 50 Punkte. Da brauchen wir noch 70 für die Minen. Level 2. Ja, ich leg mal kurz nochmal die zweite Mine hier ab. Deine zwei Walls kannst du dann auch noch machen. Ja, ich bin ja schon wieder auf dem Weg. Okay. Ich kann mir also groß vor, was ich ist doch eigentlich? Ich hab eine Mine gefunden. Wo ja, war die vorher? Hier. Hier unten drin. Gelbe Dreieck. Huch, wo bin ich denn hier? Wieso bin ich der Meinung, dass dieses Schild, was hier ein bisschen flackert und dabei diesen elektrischen Sound von sich abgibt, eigentlich Morse-Code abgibt. Wieso bin ich jetzt gerade voll im Secrets-Bahn? Morse-Code! Ja, Schlüssel mal. Ich kann leider Morse-Code nicht auswendig. Ich kann mal Brei auswendig. Aber so dann machen unsere Zuschauer das. Die 25.738,5. Ja. Ach, Zellen! Die Zuschauer. Ja, Hirnzellen wahrscheinlich, ja. Soll ich noch was platzieren? Gold. Ne, muss nicht sein. Und die Mine hier? Naja. Ich hab die nochmal abgelegt, weil ich erstmal schauen wollte, ob ich noch was platzieren will. Achso, okay. Ich hab immer noch den Kanonenturm. Da, ich weiß nicht, da so? Wo du jetzt gerade stehst? Ja, können wir.
Ach, Raketenturm. Ja. Ja, den meinte ich ja. Du sagst Kanonenturm, deswegen. Sorry, das eine für mich ist nicht ein Kanonenturm, sondern ist der Standardturm. Ach so. Vor allem, weil ich mit... verdammt groß, Moment. Ich muss nämlich auch sagen, dass ich mit der... der Rifle, die ich hier habe, momentan unglaublich verziehe. Noch dazu. So. So. Was will ich jetzt noch upgraden? Ich glaube, das passt besser. Nee, tut's nicht. Ach, Mensch. Was denn? Ja, mein Sichtfeld ist irgendwie so ungewohnt groß. Also, Standard ist auf 70. Ja, aber... das habe ich gemerkt. It's time. Dann mache ich 80 draus, so. Spucker. Oh, doch 70, boah. Hast du's? Ich hab's jetzt, ja.